Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Regierender Bürgermeister, wie Sie sind wir erschüttert über die Morde, zu denen religiöser Fanatismus in Paris geführt hat. Es ist entsetzlich, auf welch brutale Weise eine offene Gesellschaft und die Freiheit der Medien von Terroristen angegriffen wurde. Aber trotz alledem bin ich froh, dass Zivilgesellschaft, die großen Religionsgemeinschaften und die demokratischen Parteien in Berlin nach diesen abscheulichen Morden Solidarität demonstrierten. Es ist gut, dass keine im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien in der Bewertung der schrecklichen Ereignisse islamophobe Argumente bemüht hat oder eine Religion allgemein in Haftung nimmt für diese Verbrechen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, wir brauchen ganz sicher keine neue populistische sicherheitspolitische Debatte. Sie wissen, Frankreich hat die Vorratsdatenspeicherung. Die Attentäter standen auf allen einschlägigen Listen der Sicherheitsbehörden und dennoch ist es geschehen. Man darf den Menschen nicht vorgaukeln, es könnte absolute Sicherheit in einer offenen Gesellschaft geben. Wer in einer freien und offenen Gesellschaft auf Terror mit Einschränkungen der Freiheitsrechte reagiert, verliert in der Konsequenz den Kampf gegen den Terrorismus. Denn, Herr Präsident, Sie haben es heute auch zu Beginn der Sitzung schon gesagt, Angst und Unfreiheit ist das, was diese Leute wollen. Was wir brauchen, ist sozialer Zusammenhalt in einer offenen, multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Und was wir brauchen und in Ansätzen auch haben, ist eine starke und mutige Zivilgesellschaft. Deshalb möchte ich auch im Namen meiner Fraktion all denjenigen danken, die egal bei welchem Wetter auf der Straße waren, ob bei den Mahnwachen oder den Gegendemonstrationen zu Pegida, Bergida oder den Nazi-Veranstaltungen vor Flüchtlingsunterkünften, also all denjenigen, die die Werte einer offenen, freien und demokratischen Gesellschaft verteidigt haben. Und danke deshalb auch an Sie, Herr Regierender Bürgermeister, für Ihre Erklärung und Ihr Agieren in den letzten Tagen. Womit ich dann aber auch überleiten muss zur Rubrik, was sonst noch passierte, oder anders gesagt, stimmt es wirklich, dass die rot-schwarze Koalition in Berlin wieder arbeitet? Herr Müller, Ihre Regierungserklärung dazu war ja die erste, und wenn jemand neu ist, gibt es üblicherweise 100 Tage Schonzeit. Aber erstens, Frau Kappeck hat es auch schon festgestellt, Sie sind hier nicht wirklich neu. Und zweitens hat sich in der Koalition auch nichts geändert. Also haben Sie Verständnis, gibt es auch keine Schonzeit. Seit mehr als einem halben Jahr, seit Klaus Wowereit seinen Rücktritt erklärt hat, hat diese Koalition nicht mehr gearbeitet. Die SPD hatte ihre Castingshow und die CDU hat zugeguckt. Das ist ja auch Herrn Müller aufgefallen, sonst hätte sie die Schelte an Herrn Henkel nicht gegeben. Ich klammer hier mal aus, dass Sie auch davor schon nicht viel auf die Reihe gekriegt haben. Aber über ein halbes Jahr lang wurde kein wichtiges stadtpolitisches Thema angepackt. Es wurde immer nur gestritten, nichts, aber auch nichts mehr entschieden, ganz entgegen der Autosuggestion von Herrn Saleh. Und dann tagt diese Koalition in der ersten Woche des neuen Jahres mit Ihnen an der Spitze, Herr Müller, 12 Stunden lang. Das muss man sich mal vorstellen, was das für Erwartungen weckt. Nach einem halben Jahr absoluter Untätigkeit sitzen alle Senatorinnen und Senatoren 12 Stunden in Klausur. Nicht mal zur Nachrichtensendezeit wird das unterbrochen, so wie sonst, um den Zuschauern des RBB mitzuteilen, was die Koalition künftig kräftig anpacken will. Und dann endlich aufgemerkt diese Botschaft. Berlin kriegt eine Umwandlungsverbotsverordnung und mehr Mittel für die Sanierung von Schultoiletten. Wow! Dazu auf 4 Seiten dürre Kompromisse, die man auch in der Mittagspause beim Espresso hätte zusammenschustern können. Das, sehr geehrter Herr Müller, hat sogar Menschen wie mich, die bekanntlich an dieser Koalition keine großen Erwartungen haben, sagen wir mal, enttäuscht. Natürlich ist gegen mehr Mittel für die Sanierung von Schultoiletten nichts zu sagen. Wir haben die unhaltbaren Zustände da schon des Öfteren kritisiert. Und ich gönne Ihnen auch die Freude über die gegen die CDU durchgesetzte Umwandlungsverbotsverordnung.
wenngleich sich die Frage stellt, warum die SPD das nicht schon damals unterstützt hat, als wir es unter Rot-Rot gefordert haben. Da hätten sich den kläglichen Widerstand der CDU auch ersparen können, geschenkt. Aber was dieser Senat, was hier als Programm für ein starkes, solidarisches Berlin vorgelegt wurde, folgt keiner Idee. Nichts als stadtpolitisches Klein-Klein, Prüfaufträge und weitere haltlose Versprechen. Da hat sich nichts geändert. Es geht so weiter wie bisher. Ein bisschen Mieterschutz gegen etwas mehr Entscheidungsmöglichkeiten, wann Eltern ihre Kinder einschulen lassen können. Das riecht nach sachfremdem Tauschgeschäft. Beides sind Themen, bei denen aus fachpolitischer Sicht durchaus Verbesserungsbedarf gibt. Nur SPD und CDU ging es hier offensichtlich gar nicht um die Sache, wie übrigens in den letzten 3 Jahren auch nicht. Es ging doch nur darum, dass es beim anderen auch mal ordentlich wehtun muss. Das macht die Stadt nicht stärker, das macht sie nicht solidarischer. Das machen zerrüttete Koalitionen so, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Das Rumdoktern am Einschulungstermin hat ein Problem verlagert. Wir werden künftig mehr Kinder haben, die länger einen Kita-Platz brauchen. Heißt, ein Großteil der angekündigten 10.000 Kita-Plätze, vermutlich die Hälfte, wird darauf verwendet. Ein Problem der wachsenden Stadt löst das jedenfalls nicht. Lieber Herr Müller, wir alle wissen, das Thema Stadtwerk war Ihnen mal wichtig. Dann hat eine Intrige von Finanzsenator Nussbaum zusammen mit der Union und gedeckt von Klaus Wowereit Ihnen die Zuständigkeit entzogen. Sie wurde der Frau Uetzer gegeben. Die ist eine erklärte Gegnerin von Rekommunalisierung. Wir alle haben den grotesken Streit zwischen Heilmann und Nussbaum zu den Energienetzen im letzten Jahr erlebt. Passiert jetzt was? Gibt es da noch irgendeine politische Ambition des neuen regierenden Bürgermeisters außer einem versteckten Halbsatz heute in Ihrer Regierungserklärung? Da hätte man doch mal ein Zeichen setzen können. Stattdessen sieht es so aus, als ob statt neuer Energie mit Richtlinienkompetenz nur die fortgesetzte Moderation der Blockade im Senat stattfindet. Zur Zukunft der S-Bahn. Nach der gescheiterten Teilausschreibung keinen Plan. Was ist mit neuen Waggons? Das hätte interessiert. Oder das Ihnen so wichtige Thema Wohnungsbau, Herr Müller. Vor 3 Tagen hat es Ihr Nachfolger verplappert. Mit dem neuen Mietspiegel soll die durchschnittliche Netto-Kaltmiete weit über 6 € liegen. Zwar musste Herr Geisel schnell wieder zurückrudern, aber das klingt schon verdammt nach einem wohnungspolitischen Offenbarungseid. Das ewige Gerede vom Neubau zur Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum hat offensichtlich nichts gebracht. Es werden in der Stadt ja überall neue Wohnungen gebaut. Man muss ja nur umgucken. Nur bezahlbar sind die für Berlinerinnen und Berliner mit niedrigem oder mittleren Einkommen nicht. Neubau ohne Mietenpolitik dämpft keine Mietpreise in der Stadt, sondern treibt sie weiter in die Höhe. Und Sie haben heute wieder betont, dass Ihnen das wichtig ist, dass Sie das ändern wollen. Aber einen Plan dafür legen Sie nicht vor. Wir werden nachher unter der Priorität was zur Wohnungswirtschaft und damit auch zur Mietenpolitik in der Stadt noch diskutieren. Da werden Sie erfahren, was man tun könnte, wenn man nicht so hasenfüßig wäre und nicht einfach nur der Baulobby vertraut. Solidarität ist Ihnen wichtig, Herr Regierender Bürgermeister. Besonders Flüchtlinge brauchen unsere Solidarität. Richtig. Sie sagen wörtlich, Senat und Bezirke müssen jetzt sehr viel mehr Unterkünfte als erwartet bereitstellen. Nun gilt es, unsere Mitmenschlichkeit zu beweisen. Aber Herr Müller, wann beweist diese Koalition das? Sie lassen Senator Chaya weiter werkeln wie bisher. Die Situation der Flüchtlinge ist schlimm und sie ist einfach beschämend. So sehr, dass schon eine große Boulevardzeitung fragt, will Berlin etwa so seine Flüchtlinge unterbringen? Davon, dass Sie Containersiedlungen, modulare Wohneinheiten nennen, wird die Sache nicht besser. Wer sieht, wie in Turnhallen mehr als 200 Frauen, Männer, Junge und Alte dicht an dicht verpflegt, notfalls ärztlich versorgt, aber ohne jede Privatsphäre untergebracht sind, weiß, dass das kein akzeptabler Zustand ist. Hier wird die Menschenwürde verletzt. Prüfen Sie, was immer Sie wollen, aber fangen Sie endlich an, verantwortlich zu handeln. Lassen Sie nicht zu, dass die grundsätzlich positive Haltung der Berlinerinnen und Berliner gegenüber Flüchtlingen zerrüttet wird.
Die Probleme bei der Unterbringung sind ganz alleine durch die mangelnde Vorsorge durch die Senatsverwaltung verursacht. Das ist nicht die Schuld der immer noch überschaubaren Anzahl von Flüchtlingen, die es trotz Schengen und Festung Europa bis nach Berlin geschafft haben. Was Berlin braucht, Frau Kappeck hat es auch schon angesprochen, ist ein modernes, ressortübergreifendes Flüchtlingskonzept, das neben der Unterbringung Flüchtlinge als künftige Mitbürger begreift, als Bereicherung, denen der Weg in die Berliner Gesellschaft geöffnet werden muss und die nicht als Problem begriffen werden, meine Damen und Herren. Reden wir über die Berliner Verwaltung, über den öffentlichen Dienst. An keiner anderen Stelle verteilen Sie so regelmäßig Trostpflaster und reden gleichzeitig von Konsolidierung wie beim Personal. Es ist doch kein Zufall, dass am Tag Ihrer Klausur in verschiedenen Zeitungen die Rede davon ist, wie der öffentliche Dienst aufgrund von Pensionszahlungen immer teurer wird. Das ist so durchschaubar wie ärmlich, weil es darauf zielt, Stimmung zu machen. Da darf aber jetzt nicht noch mehr Geld gefordert werden. Meine Damen und Herren, wenn Sie nicht wollen, dass der öffentliche Dienst über kurz oder lang zusammenbricht, geben Sie sich nicht damit zufrieden, dass die Bezirke, die kaum noch wissen, wie sie die vielen Aufgaben der wachsenden Stadt bewältigen sollen, mit ein paar zusätzlichen Stellen für die Bürger der Sozialämter abgespeist werden. Der öffentliche Dienst hat längst seinen Konsolidierungsbeitrag für einen ausgeglichenen Haushalt erbracht. Dass beim Personal in der Stadt nicht länger gespart werden darf, das wäre ein klares Signal gewesen. Sie haben doch, Herr Regierender Bürgermeister, in Ihrer Neujahrsansprache speziell Polizei und Feuerwehr für deren Einsatz gedankt. Heute auch wieder, Herr Sali hat es auch noch mal gemacht. Wie kann diese Koalition nur wenige Tage später für diese Berufsgruppen wieder nur Bemühungszusagen machen? Wenn Umwandlungsverbotsverordnung und Zweckentfremdungsverbot keine leeren Hüllen sein sollen, brauchen Sie Personal. Dass Brücken und zugleich Investitionsmittel verfallen, Herr Müller, das wissen Sie genau, passiert, weil Berlin nicht mal mehr Fachleute in der Verwaltung hat, die sich darum kümmern können. Jetzt könnten Sie die Weichen neu stellen. Aber von einem Personalkonzept, das Personalentwicklung und Personalbedarf zusammendenkt, ist wieder nichts zu sehen. Kein Wort zu Ihrer erbärmlichen roten Nummer zum Thema Personalbedarf und Personalkonzept aus dem letzten Jahr. Da hätten Sie mal richtig den Finger in die Wunde legen müssen bei Ihrer Klausur. Warum machen Sie den öffentlichen Dienst nicht zur Chefsache? Warum siedeln Sie nicht einen Ihrer vielen, vielen Staatssekretäre dafür in der Senatskanzlei an? Selbst die IHK hat unsere Forderung mittlerweile aufgegriffen. Warum so verstockt? Man hat den Eindruck, als gäbe es zu Ihrem Koalitionsvertrag ein geheimes Zusatzprotokoll, in dem festgelegt ist, in dieser Legislaturperiode auf jeden politischen Gestaltungsanspruch zu verzichten. Genauso wie beim Haushalt. Dass Ihr neuer Finanzsenator seriöser mit Zahlen umgehen möchte als sein Vorgänger, ehrt ihn. Die Mehreinnahmen des Landes nicht länger zu verschleiern, ist ein richtiger Schritt hin zu mehr Haushaltswahrheit. Von Klarheit sind wir allerdings noch weit entfernt. Erstmal haben Sie das dicke Plus an Mehreinnahmen nur für 2014 öffentlich gemacht, immerhin über 800 Millionen. Da fällt auch dem Rechenschwächsten unter den Koalitionären auf, wie sehr die Haushaltsplanungen für 2014, 2015 daneben liegen. Auch in diesem Jahr kann Berlin Überschüsse von gut 1 Milliarde erwarten. Damit könnte man doch richtig was machen. Ein paar Beispiele. Mit 400 Millionen Euro könnte Berlin 40.000 belegungs- und preisgebundene Wohnungen dauerhaft aus dem Bestand der landeseigenen Gesellschaft zur Verfügung stellen. Oder mit 800 Millionen die BVG entschulden. Gar nicht zu reden von dem großen Sanierungsbedarf bei Schwimmbädern und Sporthallen. Da ist Ihnen ja außer Preiserhöhungen und Warmbadezuschlägen noch kein Konzept gegen rückläufige Besucherzahlen eingefallen. Wir haben Ihnen das schon vor Weihnachten vorgerechnet und gefordert. Machen Sie sich endlich ehrlich.
Sie reden heute hier immer wieder von Ihren 413 Millionen Investitionen, die Sie planen wollen. Lassen Sie das Parlament entscheiden, wie die Mehreinnahmen sinnvoll ausgegeben werden. Legen Sie endlich einen Nachtragshaushalt vor. Das wäre anständig und das wäre Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Die Überschüsse alleine über Ihre Konstruktion Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt kurz SIVA zu verbrauchen, wo übrigens die Frage steht, ob das, was Sie bei Personalinvestitionen ankündigen, darüber überhaupt zu verhandeln wäre, indem Sie dann aber auch umstandslos die Hälfte in die Tilgung der Berliner Altschulden werfen, ist ökonomisch und politisch dumm. Nicht zu fragen, naja, der Floskelgenerator ist schnell angeworfen, Herr Melzer, wenn man nicht weiter weiß in der Sache. Nicht zu fragen, was die Stadt braucht, wenn man Überschüsse hat, sondern sie in wichtigen Bereichen weiter auf Verschleiß zu fahren, ist nichts anderes als fortgesetzte, verschleierte Verschuldungspolitik. Denn der Sanierungsstau, die sozialen Folgekosten einer maroden baulichen und sozialen Infrastruktur, eines nicht mehr leistungsfähigen öffentlichen Dienstes, werden immer höher, je länger man das liegen lässt. Das ist doch kein so komplizierter Sachverhalt, dass Sie nicht auch diese Koalition verstehen könnte. Ich will es Ihnen noch mal anders erklären. Beim jetzigen Schuldenstand und den aktuellen Zinssätzen bringen 400 Millionen Euro ins Altschuldenloch geworfen, gegenwärtig gerade mal eine Zinsersparnis von etwa 8 Millionen Euro pro Jahr. Auf diese Weise, und wenn es immer so gut weiterliefe, hätte Berlin seine Altschulden in 100 Jahren noch nicht abgetragen. Aber entscheidender ist, wenn wir zum Beispiel für diese 400 Millionen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Wohnung und damit Wert für das Land beschaffen lassen würden, wäre das vermögensrechtlich das Gleiche wie Schuldentilgung. Nur der Unterschied wäre, die Berlinerinnen und Berliner hätten was davon. Meine Damen und Herren, Herr Regierender Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, nach den dürren Ergebnissen Ihrer Senatsklausur ist deutlich geworden, es gibt keinen Neustart, es gibt keine neue Idee für diese Regierung. Sie haben sich entschieden, in der Koalition so weiter zu wursteln wie bisher. Hätten Sie wirklich etwas umsetzen wollen von den Themen, bei deren Umsetzung Sie in den vergangenen Jahren ausgebremst wurden, hätten Sie den Weg für Neuwahlen freimachen müssen. Denn um erfolgreich zu sein, das habe ich schon bei Ihrem Amtsantritt gesagt, fehlt Ihnen einfach der richtige Koalitionspartner. Und vielleicht dämmert Ihnen inzwischen ja auch, dass nicht allein die schlechten Umfragewerte von Klaus Wowereit das Problem der SPD waren, sondern vielmehr die Union. Meine Damen und Herren, in dieser Koalition, in der zusammenregiert, was nicht zusammengehört, gibt es keine einzige strategische Gemeinsamkeit, keine einigende Idee für die Menschen in dieser Stadt. Und wie üblich in solchen Situationen, wie im alten Rom, werden Spiele ausgelobt. Olympia soll diese Koalition bis zum Wahltermin tragen. Echt jetzt, Michael Müller, auch da keine Kurskorrektur? Das machen Sie mit? Also es klang ja auch ausgesprochen überzeugend, wie Sie das nochmal aufgesagt haben, was Ihnen da aufgeschrieben wurde zu Olympia. Aber ehrlich, Haushaltskonsolidierung weiter beschwören und Spiele mit Haushaltsrisiken in Milliardenhöhe planen? Ist die Verzweiflung mit dieser Koalition so groß? Also wenn Sie dieses Projekt weiterverfolgen, sorgen Sie wenigstens dafür, dass das von Herrn Saleh nach der Tempelhof-Niederlage gemachte Versprechen eingelöst wird. Sorgen Sie dafür, dass die Berlinerinnen und Berliner auf der Grundlage der Berliner Verfassung verbindlich über dieses Großprojekt abstimmen können. Wir haben, wie die anderen Oppositionsfraktionen, schon vor einiger Zeit Vorschläge dazu unterbreitet. Die Koalition hat abgelehnt, mit uns darüber zu diskutieren. Wenn Sie nun im Senat, ohne über eine Verfassungsänderung zu diskutieren, am 20. Januar ein Olympia-Volksbefragungsgesetz vorlegen, dann ist das eine ziemliche Frechheit. Die Verfassung zu respektieren, lieber Herr Müller, ist nicht kleinkariert.
Sie, Herr Henkel, haben hier vor dem Hause gesagt, Sie wollen keine Lex Olympia, die Verfassung müsse geändert werden. Sie, Herr Saleh, haben angekündigt, Bürgerbeteiligung künftig ernst zu nehmen. Und jetzt tricksen Sie auf diese dreiste Art und Weise. Hier droht eine Volksbefragung von oben, die es nach der Verfassung von Berlin nicht gibt. Seien Sie sehr vorsichtig, was Sie hier tun. Die Verfassung austricksen zu wollen für einen kurzfristigen politischen Effekt ist ein gefährliches Spiel. Und um es noch einmal zu betonen, wir, die gesamte Opposition, unabhängig von unseren unterschiedlichen Positionen zur Olympiabewerbung, wollen eine verbindliche Volksbefragung zum Thema. Wir sind bereit, im Rahmen einer Reform der Volksgesetzgebung, zu der eine Verfassungsänderung zwingend notwendig ist, die Möglichkeit zu schaffen. Dann können die Berlinerinnen und Berliner und Berliner entscheiden. Alles andere ist inakzeptabel. Wenn es Ihnen allerdings nur darum geht, mit Hilfe von Formelkompromissen und Tricks dieses und das nächste Jahr mit einem ungeliebten Koalitionspartner möglichst unfallfrei zu überstehen, mache ich Ihnen wenig Hoffnung. Denn 12 Stunden Sitzung hin oder her, unterm Strich ist alles, was Ihre Koalition jetzt noch will, Ihre einzige Ambition, eine Bewerbung für Olympische Spiele in Berlin. Was aber, Herr Regierender Bürgermeister, machen Sie eigentlich, wenn dieses Vorhaben 2015 auch noch scheitert? Soll dann erst das gute Regieren beginnen?